Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa und bevor es losgeht, sorry erstmal, dass ich mich so lange nicht gemeldet und gezeigt habe. Es waren ja jetzt doch einige Tage seit meinem letzten Video, aber ihr werdet gleich erfahren, warum. Und ich hatte im letzten Video viel Kinderkleidung genäht und hatte euch auch versprochen, dass es jetzt mit was ganz anderem weitergeht. Und zwar feiert unsere kleine Ella diesen Monat ihren ersten Geburtstag. Freude und Wehmut zugleich für mich als Mama. Aber die Freude überwiegt natürlich. Und wir wollen das ganz entspannt begehen in der Familie. Und mit einem Jahr checkt sie ja auch noch nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz sollen sie natürlich auch ein paar Geschenke bekommen. Und ich habe mir überlegt, wir möchten ihr gerne etwas schenken, was ganz Persönliches, wo sie lange was von hat und was selbstgemacht ist und was sie vielleicht auch irgendwann mal, wenn sie groß ist, rauskramt und sich daran erfreut und daran erinnert. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen dieses Bilderbuch für Ella genäht. Jetzt ist es endlich fertig und heute zeige ich euch, was ich gemacht habe und ich erkläre euch, wie ich es gemacht habe. Ich kann nur leider kein klassisches Video-Tutorial machen, wie sonst immer, weil ihr könnt euch vorstellen, dass das Buch recht aufwendig war und die Zeit des Videos würde dann ungefähr Spielfilmlänge erreichen. Also nichts, was ich jemand unbedingt antun möchte, deswegen mache ich das ein bisschen kürzer. Aber ich erkläre euch alles und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei und vielleicht habt ihr auch Lust, so ein Bilderbuch selber zu machen. Schaut einfach zu! Also, starten wir erstmal mit dem groben Aufbau des Buches. Und zwar habe ich für das Außenmaterial Jeansstoff genommen. Da habe ich wirklich eine alte Jeans von mir auseinandergeschnitten. Die hat schon Löcher und war nicht mehr gut zum Anziehen, aber zum Nähen auf jeden Fall. Also wenn ihr so eine alte Jeans habt, nicht wegschmeißen. Für Flicken oder für solche Zwecke ist die immer noch super. Für die Seiten habe ich Baumwollstoff genommen. Und das Buch hat insgesamt 10 Seiten. Die Seiten sind jeweils 13 x 13 cm groß. Da habe ich mich an der Größe von Ellas Bilderbüchern orientiert, die sie jetzt schon hat, sodass er das Buch gut greifen kann und öffnen kann und nicht so ein großes, unförmiges Ding in der Hand hat. Und also wie gesagt, eine Seite 13 x 13 und die Stofflagen gehen jeweils über zwei Seiten. Also so wie der Jeansstoff hier, vorne und hinten aus einem Stück. Also habe ich Stücke zugeschnitten, die insgesamt 29 cm breit sind und 15 cm hoch. Das ergibt sich aus 2 x 13 cm für die Seite, jeweils 1 cm Nahtzugabe an der Außenseite plus 1 cm für diesen Steg in der Mitte, wo das Buch nachher zusammengenäht wird. Und bei den 15 cm für außen halt 13 cm für die Seite hoch und jeweils 1 cm Nahtzugabe. So, und bei den farbigen Seiten ist das genauso. Also diese erste Seite und die letzte Seite sind aus einem Stück Stoff. Und dann auch wieder 29 x 15 cm. So ist das bei allen anderen farbigen Seiten auch. Es ergibt jeweils zwei Seiten und die Stofflagen werden dann aufeinander gelegt und dann festgenäht. So, das ist der grobe Aufbau. Damit die Seiten so ein bisschen flauschig-bauschig sind, kommt zwischen die Lagen noch ein dünnes Volumenvlies. Das wird dann halt in dem gleichen Maß zugeschnitten, 29 x 15. So, jetzt zeige ich euch die einzelnen Seiten. Also wir starten mal mit der Vorderseite oder dem Cover des Buches. Da habe ich halt mit Applikationen draufgeschrieben für Ella. Aus so einem bunten, geherzten Baumwollstoff habe ich die Buchstaben ausgeschnitten. Da haben wir wieder die klassischen Ausstechförmchen, Plätzchenförmchen geholfen. Daraus habe ich die Buchstaben dann abgezeichnet und aufgezeichnet und ausgeschnitten. Und dann habe ich sie mit Flisofix aufgebügelt, festgebügelt. Und somit steht vorne drauf für Ella.
So, das hier ist die erste Seite. Meine Idee war es ursprünglich, dass ich ein Auto mache. Ein Auto mit Knöpfen als Reifen. Also das stand schon fest. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter überlegt und habe im Internet irgendwo mal so ein Auto mit so einer Rennnummer 1 gefunden. Und die Idee fand ich ganz schön, weil es ist ja Ellas erster Geburtstag. Und sie ist natürlich auch die Nummer 1 für uns, ist klar. Und deswegen habe ich aus dem klassischen Auto so einen kleinen Rennwagen weiterentwickelt. Die Reifen sind wie gesagt aus Knöpfen. Die habe ich einfach unten angenäht. Auch das Auto selber wieder habe ich mit Flisofix aufgebügelt und dann knappkantig abgesteppt, wie man sehen kann. Mit einem andersfarbigen Garn finde ich ganz gut. Ist ein kleiner Eyecatcher, ist nicht so langweilig. Hier die Nummer ist aus Filz. Gleiches Spiel, mit Volumen-Flisofix aufgebügelt. Und dann habe ich die 1 aufgestickt. Das kann ich mit meiner ganz normalen Nähmaschine machen. Ich habe einen Zickzackstich gewählt, Breite 2 und Länge 0,5. Also wirklich ganz kurz. Und dadurch wird der Stich halt so eng. Und man kann damit im Prinzip schreiben. Damit habe ich dann hier auch das Lenkrad und die Stange gemacht. Hier oben noch so als kleine Spielerei zum Rumfummeln dieses Handmade-Schild als Fahne. Ja, das ist die erste Seite, ein kleiner Rennwagen. Seite 2 sind Blümchen. Und zwar sind die Blümchen mit diesen Cam-Snaps, mit diesen Druckknöpfen, sodass man sie abnehmen kann. Und damit kann man halt die Plätze tauschen. Oder dadurch, dass die Cam-Snaps unterschiedliche Farben haben, kann man auch sagen, die Aufgabe ist oder Ziel ist es, dass die Blümchen wieder an ihren richtigen Platz kommen. Also weißer Cam-Snap auf weißen Cam-Snap, brauner auf braun. Hier haben mir auch wieder die Plätzchen-Ausstechformen geholfen. Und zwar hatte ich so eine Blume und davon habe ich nur die Blüte genommen, habe mir die aufgezeichnet und dann habe ich für jede Blüte diese Schablone zweimal auf dem Stoff aufgezeichnet und habe die beiden Stoffblüten rechts aufeinander gelegt und auf eine Seite noch ein Stück Volumenvlies dazu, damit das auch wieder ein bisschen gefüttert ist. Und habe die Blume zusammengenäht bis auf eine kleine Wendeöffnung, das Ganze gewendet und unten die Wendeöffnung geschlossen. Und hinterher dann natürlich den Cam-Snap angeklemmt. Auf der Seite genauso. Dann habe ich wieder mit dem engen Zickzackstich, was ich eben schon sagte, hier die Blütenstiele genäht. Und die Blätter sind einfach freihand aus Filz ausgeschnitten und dann einmal mit dem Geradstich in der Mitte so als Blattader festgenäht. Also da hat Ella dann ein bisschen was zu fummeln und kann was abmachen und wieder dran machen. Das ist ja immer ganz gut. Ja. Seite 2. Auf der nächsten Seite ist der Elefant. Der Elefant, der zieht sich immer so ein bisschen bei uns durch. Das ist mein Lieblingstier und ja, ich finde Elefanten toll. Und somit bekommt die kleine Ella in ihr Bilderbuch auch einen Elefanten. Den Elefanten habe ich mir selber aufgezeichnet. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Den habe ich aus Jerseystoff ausgeschnitten. Auch wieder mit Volumen, mit Flisofix dahinter gebügelt und auf die Seite aufgebügelt. Knappkantig mit grauem Garn abgesteppt. Und dann habe ich, bevor ich den Elefanten auf die Seite aufgebügelt habe, einmal das Auge gestickt. Das habe ich mit der Nähmaschine gemacht, kann man aber auch eben freihand machen. Das sind 3 Stiche vor, 3 Stiche zurück, einfach so ein bisschen das Auge andeuten. Und hier unten die Zehen quasi von dem Elefanten. Und das Ohr ist auf der Rückseite auch Jerseystoff. Auf der Vorderseite habe ich diesen karierten Baumwollstoff genommen. Da halt auch jeweils das Ohr ausschneiden, rechts auf rechts zusammenlegen. Wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich hier mit Knisterfolie gearbeitet. Da habe ich halt ein Stück Bratschlauch mit eingenäht, also die beiden Ohrstückchen rechts auf rechts zusammenlegen. Auf eine Seite die Knisterfolie davor
und das Ganze dann zusammennähen, wenden. Und dann habe ich es hier auf den Elefanten aufgenäht. Und hinten am Popo ein kleines Schwänzchen mit Schleifchen. Da habe ich einen Stickfaden genommen von meinem Kreuzstich und habe den einfach gezwirbelt, dass da so eine Kordel entsteht. Und habe den dann hier beim Absteppen mit eingenäht. Und das Schleifchen unten dran genäht mit ein paar Stichen. Fertig. So, die nächste Seite ist die Eistüte. Bei der Eistüte kann man die verschiedenen Eiskugeln abmachen. Die sind mit Klettverschluss angenäht. Man kann die dann halt anders wieder draufkletten oder wie auch immer. Die Eistüte selber ist aus Baumwollstoff. Habe ich halt diese dreieckige Form ausgeschnitten und habe es auch wieder mit dem Zickzackstich appliziert. Und habe dann noch so ein bisschen diese Waffelform angedeutet, aber nicht der Rede wert. Und bei den Eiskugeln habe ich Baumwollstoff genommen, der so ein Obstmuster hat. Habe ich halt gedacht, damit kann man ganz gut die Sorten andeuten. Und zwar habe ich mir jeweils Kreise ausgeschnitten. Die Rückseite ist Filz. Habe ich mir den gleichen Kreis ausgeschnitten und habe den halt wieder knappkantig umnäht mit diesem Zickzackstich. In der Mitte ein Stückchen Volumenvlies, um das Ganze wieder ein bisschen aufzubauschen. Und bevor ich das Ganze gemacht habe, habe ich auf der Filzseite schon mal den Klettverschluss angebracht. Und die Gegenstücke habe ich dann einfach hier auf die Seite aufgenäht. Und somit kann man jetzt Eis in die Eiswaffel tun. Mir war halt wichtig, dass auf jeder Seite immer irgendetwas ist, was man machen kann, was man fühlen kann, damit das Ganze ein bisschen spannend ist. So, auf dieser Seite habe ich einen Drachen appliziert. Da habe ich zwei verschiedene Baumwollstoffe genommen, rot und dieses blau gemusterte. Und habe die gegenverkehrt aneinander genäht, sodass diese abwechselnde Optik entsteht. Danach habe ich die Drachenform ausgeschnitten und wieder mit Flisofix den Drachen appliziert auf der Seite und mit blauem Garn festgenäht. Unten an der Spitze habe ich aus Band, aus Kreuzstichgarn einen Zopf geflochten, als Leine hier unten. Und habe den da unten mit festgenäht und in die Leine integriert habe ich diese kleinen Fähnchen. Die habe ich einfach so per Hand ausgeschnitten und dann in so ein Loch von dem geflochtenen Band gefriemelt. Ja, also wieder eine Kleinigkeit, die sich bewegt. So, auf der nächsten Seite ist so eine bunte Girlande. Da habe ich meine Stoffreste mal in Anspruch genommen. Irgendwann lohnt es sich ja doch, die Dinge aufzuheben. Und zwar habe ich mit Flisofix verschiedene Stoffsorten aufeinander gebügelt. Und danach habe ich halt diese Wimpel ausgeschnitten oder diese Zacken ausgeschnitten. Da habe ich jetzt auch nichts abgesteppt oder so. Also es kann sein, dass das dann irgendwie mal anfängt zu fransen. Ich hoffe nicht, aber wenn dem so ist, dann muss ich es entweder ausbessern oder zurückschneiden oder wie auch immer. Aber ich denke, das dauert erstmal. So, und dann habe ich dieses Band genommen, dieses weiße Band, und habe das erstmal an der Oberkante so aufgenäht, wie es hier jetzt ist. So gebogen, auf die Seite aufgebügelt und unten war das Band halt noch lose. Und dann habe ich die ganzen Wimpel da drunter geschoben und habe im zweiten Schritt dann die Unterkante festgenäht, sodass die Wimpel dann mit befestigt waren. Ganz easy, also kein Hexenwerk.
Und das ist wieder was zu fummeln. So, auf der nächsten Seite geht es weiter mit Schmetterlingen. Auch da habe ich wieder die Backform, die Plätzchenform genommen, habe mir die abgezeichnet und habe die zweimal für jeden Schmetterling auf den Stoff aufgezeichnet. Die ist auch wieder Knisterfolie verarbeitet, also die beiden Stoffteile rechts auf rechts zusammengelegt, auf eine Seite die Knisterfolie drauf und das Ganze zusammengenäht bis auf eine Wendeöffnung, die habe ich hier oben gemacht. Und dann habe ich den Schmetterling gewendet, schön alles ausgearbeitet, dass die Form auch gut erkennbar ist und die Wendeöffnung geschlossen. Und dann habe ich die Schmetterlinge auf die Seite aufgelegt und habe die halt hier mit dem Geradstich festgenäht und den Geradstich in der Form abstrakt, in der Form des Schmetterlingskörpers, sodass die Flügel dann halt befestigt sind und dass man den Schmetterling auch noch besser erkennen kann. So, auf dieser Seite guckt das Küken aus dem Ei. Und dafür habe ich weißes Vlies genommen, habe diese gebrochene Eierschale aufgezeichnet und habe diese mit Vliesofix aufgebügelt auf die Seite und dann auch wieder knappkantig angenäht. Und dabei habe ich hier gleich das Küken mit festgenäht. Das Küken ist einfach im Prinzip wie so ein Fingerhut. Einmal so in dieser länglichen Form rechts auf rechts zusammengenäht und umgestülpt. Und dann habe ich aus Filz die beiden schwarzen Äuglein und den orangenen Schnabel eben aufgenäht. Also eine ganz einfache Geschichte. Sieht jetzt auch, naja, nicht ganz so nach Küken aus, aber ich denke, mit dem Ei zusammen weiß man, was gemeint sein soll. So, auf dieser Seite habe ich einen Apfel appliziert und der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass in dem Apfel, man kann den Apfel öffnen und da ist halt ein Würmchen versteckt. Dafür habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einen halben Apfel als Schablone aufgezeichnet, so. Den habe ich aus diesem grün gepunkteten Baumwollstoff zweimal zugeschnitten und habe den an der geraden Seite rechts auf rechts zusammengenäht. Und dabei habe ich gleich diesen Wurm eingenäht. Der Wurm ist einfach so ein langer Schlauch aus Baumwollstoff. Und in den Schlauch eingenäht ist ein Gummiband. Und das Gummiband habe ich gezogen, sodass der Stoff darüber gerafft ist und habe den dann so eingenäht. Hier vorne als Augen einfach mit einem dunklen Faden einmal ein paar Mal von links nach rechts, nichts weiter. Und so habe ich den Wurm beim Zusammennähen der beiden Apfelhälften gleich hier mit eingenäht. Bei der Außenseite ist es so, dass es aus einem Stück, also das ist quasi dieser halbe Apfel in doppelter Stofflage. Da habe ich auch wieder einen Baumwollstoff genommen mit Äpfeln drauf. Und die eine Hälfte des äußeren Apfels und die eine Hälfte des inneren Apfels habe ich rechts auf rechts zusammengenäht und gewendet. Und die beiden anderen Hälften habe ich dann umgebügelt, die Nahtzugabe umgebügelt und dann so auf die Seite appliziert. Und im nächsten Schritt habe ich dann noch hier oben einen Stiel und hier unten diese diesen Blütenrest dran gestickt. Mit dem engen Zickzackstich. So, und dann ist hier auch schon die letzte Seite, mein Schweinchen, nach dem Elefanten mein zweites Lieblingstier. Und zwar das Schweinchen habe ich aus rosa-weiß kariertem Baumwollstoff gemacht, habe es auch wieder mit dem engen Zickzackstich appliziert. Und hier so die Ränder von den Ohren und so, das habe ich mir dann halt einfach angezeichnet. Grob die Augen gestickt, das kann man eben schnell von Hand machen, das dauert nicht lange. Und als Schweinchennase so einen schönen pinken Gummiknopf. Und als Ringelschwänzchen habe ich das gleiche Prinzip genommen wie hier bei dem Wurm. Ich
Ich habe aus rosa Baumwollstoff so einen Schlauch genäht, in den Schlauch mit eingenähten Gummiband und habe das Gummiband dann so weit gezogen, dass der Schwanz hier richtig schön gekringelt ist. Ja, Buch zu, das war die letzte Seite. Das ist Ellas Bilderbuch. So, ihr macht die ganzen Seiten natürlich erst fertig, bevor ihr das Buch zusammennäht. Also ihr habt erst die normalen Stoffstücke, die ihr zugeschnitten habt. Darauf macht ihr die einzelnen Seiten fertig und dann näht ihr das Bilderbuch erst zusammen. Also für so eine Doppelseite, wie hier zum Beispiel Außenseite und erste Seite, beziehungsweise Außenseite und letzte Seite, sind ja aus einem Stoffstück, legt ihr die fertigen Seiten dann rechts auf rechts aufeinander, legt auf eine Seite dann noch das Blumenvlies und näht diese Rechtecke rundum zusammen. Ich habe hier unten dann immer eine Wendeöffnung gelassen. Dann wendet ihr die Seite, arbeitet die Ecken schön aus. Hier unten die Wendeöffnung habe ich mit einem Matratzenstich geschlossen. Und wenn ihr das bei allen Seiten gemacht habt, dann habt ihr 1, 2, 3 solche Rechtecke. Und diese drei Rechtecke legt ihr dann aufeinander und näht sie dann hier in der Mitte zusammen. Und dann ist das Buch fertig. So, ihr Lieben, ich hoffe, mein Bilderbuch für die kleine Ella hat euch gefallen. Natürlich hoffe ich noch mehr, dass es ihr gefällt, wenn sie es an ihrem Geburtstag geschenkt bekommt und wir das dann ganz oft angucken können. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber Kinder habt, dass dasselbe Buch 30.000 Mal am Tag, jede Seite wieder das gleiche. Aber es macht ja auch Spaß. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, so ein Bilderbuch zu machen. Also ich habe mir am Anfang schon Sachen im Internet angeguckt, wie andere Leute das gemacht haben. Aber letzten Endes hat man dann selber Ideen und ich habe mir das alles irgendwie selber aufgezeichnet. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und es ist viel Arbeit, keine Frage. Es ist viel Kleinkram und Detailkram. Aber ich finde, es lohnt sich und es ist dann auf jeden Fall ein Unikat, was hoffentlich lange hält. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Bilderbuch habt, wenn ich irgendwas auf die Schnelle nicht erklärt habe oder ihr noch Fragen zu den einzelnen Seiten habt oder so, kein Problem, schreibt mir einfach einen Kommentar und ich melde mich dann umgehend zurück. Ja, je nachdem, wie schnell und wie viel ich schaffe, bekommt die Ella im nächsten Video vielleicht noch ein Geburtstagsgeschenk genäht. Mal gucken, Ideen habe ich genug, also ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, bis bald.